Ein frohes Guten Tag, hallo, ich begrüße euch alle herzlich zur nächsten Folge von Rome 2 Together mit dem Cornelius Drake an meiner Seite. Den Roman Soldier. Der sich mal wieder. Also, falls ihr den mal online entdeckt, ne, Roman Soldier ist Cornelius Drake, falls ihr gegen ihn spielen solltet. Der wird aber wahrscheinlich nach diesen paar Aufnahmen den Namen wieder ändern. Ja, werde ich jetzt Der ist ja tun. eine kleine Wanderbitch. Ja. Dann habt ihr wieder verkackt. Bin eine Wunderbitch. Eine Wonderbitch, also eine Wunderbitch. So. Du wolltest jetzt Runde beenden, oder? Ja. Nein. Ich warte. Wollte ich doch nicht. Da sind noch zwei Personen, die eine Fähigkeit bekommen können. Und da unterstütze Na sehr denn. gerne. Breiter. Eigentlich kann ich auch Wolf. Ehrt die Götter und eure Vorfahren. Bitte. Jetzt darfst du. Was wolltest du sagen, West? Ich bin gerade am Überlegen, ob ich meinen Süden, jetzt Tarako, momentan eigentlich mal die Garnison entferne. Keine Ahnung, musst du doch wissen. Minus 8. Minus 8 ist schlecht. Dann kann ich die Garnison noch nicht entfernen. Obwohl ich den Typen da runterbringe. Der sollte das, ja. Wie es aussieht, werden sich die Zypern bald eine neue Stadt holen. Finde ich gut. Dann werde ich mit den Lusitanern handeln. Vielleicht wollen die das ja. Nee, wollen sie nicht. Nicht Angriffspakt. Nee, finden sie auch nicht so geil. Ja, es könnte ein bisschen kritisch werden, aber ist mir jetzt gerade egal. Aber nur jetzt gerade. Ich habe halt keine Wahl. Ja. Minus 8, das ist eigentlich noch absolut verträglich. Denn ich will Oh in ja. Gallien ein bisschen Verstärkung haben. Oh ja. In Gallien? Findest du geil, ne? Oh ja. Genau. Ich bin eine Biene. Okay. Ja. Deal with it, huh? Militärsabotage. Vorräte vergiften. Drei Runden ging immer ein Zug, ne? Wie drei Runden. Also, Quatsch, nicht drei Runden. Doch drei Runden dauert es, bevor so eine Jahreszeit um ist, glaube ich, ne? Nein, eine. Eine? Eine Runde, eine Jahreszeit. Okay, dann kann ich nämlich nächste Runde losmarschieren. Dann funktioniert das ja eigentlich doch ganz wunderbar. Geld habe ich keins mehr. Ja, dann, wenn ich kein Geld mehr Dann kannst du die Runde auch beenden. habe, sollte ich eigentlich machen können. Das ist korrekt. Dann brauche ich auch gar keinen neuen General rekrutieren. Das ist eigentlich geil. Gut, dann wirst du jetzt ran können. Und nächste Runde werde ich doch den nächsten Angriff starten, weil mein General, also mein Spion, hat jetzt wunderbare Vorarbeit geleistet. Der hat eine halbe Armee vernichtet. Das ist echt schon gerade. Also, was der jetzt gerade da an Schaden verursacht hat, das ist echt Naja. jenseits von Gut und Böse. Mit den Spionen, das ist immer schon ziemlich krass. Ich finde es ein bisschen zu stark. Sehe ich ähnlich. Ich finde, wenn diese Fähigkeit nur auf einer einzelnen Einheit anwendbar wäre, wäre es vollkommen okay gewesen. Ja, wenn es in einer Einheit kommt, oder ein Teil vielleicht nur, so ein, wirklich nur ein Drittel oder weniger. Aber dass du Ja. fast eine halbe Armee damit Na, auslöscht. so wie du halt mit dem Dingens hier, wer ist nochmal mit dem Streiter, auch einen einzelnen Soldatentrupp angreifen kannst. Patrouille überfallen. So nach dem Motto halt vergiften auch. Ja gut, dass du dann halt ein ganzes Lager vergiften kannst, kann ich auch nachvollziehen, aber Aber jetzt nicht so viele du, Tote. das ist zu viel, ja. Besonders, weil du dich eigentlich so gut wie gar nicht dagegen wehren kannst. Ja.
Vielleicht mit dem General mit dem hohen List und wenn du dann noch halt selber noch einen Spion reinpackst oder sowas, so nach dem Motto, ne, ich pack den mal voll. Dann kann man sich einigermaßen wehren, aber sonst. Aha, ich hab dich gefunden, scheiß Spion. Jetzt stelle ich dich kalt. Stimmt, irgendein Spion hatte ich doch, glaube ich, ein Ja. bisschen penetriert, ne? Wieso kann ich es nicht angreifen? Ach, weil erstmal noch ein Priester Oh, aufsteigen der hat musste. jetzt. Okay, der rüstet seine Armee, glaube ich, gerade massiv auf. Okay, der hat jetzt von einer Herbannarmee, hat er jetzt zu einer Elitearmee gemacht. Der hat jetzt ausgewählte Speerkrieger da drin. Speerkrieger auch. Okay, sind jetzt ein bisschen schlecht, aber die ausgewählten Speerkämpfer sind schon hart. Okay, das ist ein Nachtgut. Kämpft gegen die Geier, kann es sein? Ja, wie gesagt. Und leichte gallische Söldnerkavallerie, die kann der rotzen, so viel der will, ne? Das ist unglaublich. Ja, es ist krasser. Der bezahlt gerade mal 45 für eine Söldnertruppe. Ja, ich bezahle für manche Söldner über 300 Dinar, fast 400 pro Runde. Und für leichte gallische Söldnerkavallerie zahle ich 232. Und der halt 1,45, ne? Ja, ist schon hart, wa? Ich darf da gleich angreifen. Yay. Aber ich hoffe nur, dass ich den diese Runde wieder schwächen kann. Das klingt nach jeder Oder. Menge Spaß. Warte, der hat jetzt, dann hätte ich sonst 25 als Gegner. Sonst habe ich. Nie. Ah, Die okay. Winde des Ich weiß. Uranus. Die Winde des Uranus. Richtig. Ich habe eine Idee, wie ich jetzt meine Armee nennen werde, meine erste. Die heißt Ares Schrecken. Ich nenne sie die 1000 Abos. 1000 Abos. Ja, bei dir ist er bald soweit. Mach mal Naja, hübsch hier. bald mir ist. Genau, darum nenne ich das die 1000 Abos. Ich habe noch 20 Abonnenten vor mir, darum. Also zu meinem jetzigen Zeitpunkt, wo wir es jetzt aufnehmen, da bin ich bei 980. Darum ist das die Armee der 1000 Abos. Cool. Herzlichen Glückwunsch. Ja, noch Passt. nicht, ne? Passt. Armee der 1000 Abos. Das klingt doch ganz gut. Ja, Armee 1000 Abos. Wir dürfen jetzt immer noch 1000 Mann sein. Ja, nicht. Ja, nein. So genau nehme ich das jetzt auch nicht. Na gut, dann nicht. Oh, du bist dran. Yay. Yay. Jetzt gucken wir erstmal, ob ich den Typen wieder vergiften kann. Vorräte Oh, vergiften. shit. Okay, Vergiftung war erfolgreich. Ja, na, die ist jetzt natürlich total massakriert wieder. Fuck, das hab ich ganz vergessen. Was denn? Also immerhin schon keine Sklavenarmee, aber trotzdem nicht so schick. Ja, die Kappadoker haben gerade eine Armee gespawnt beim Massaker. Mal wieder. Oh, ich kann ja diese Runde noch gar nicht angreifen. Ha, ha, ha. Ich großkotz. Ach, ich hab. Das ist piktonisches Gebiet. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Oh. Piktonen, Homies. Tut mir leid. Wie sauer seid ihr jetzt? Oh, sehr sauer. Die Götter lassen mich euch zu gehören. Handelsabkommen, Verwüstet militärischer meine Arbeit Zugang. mit leeren Worten. Ja gut, jetzt seid ihr sowieso schon sauer, ist mir eigentlich egal. Jetzt wollt ihr auch nicht mehr Wir handeln. wollen euren Sand nicht. Wir müssen handeln. Ja. Ja, was soll ich sagen? Habt ihr Pech gehabt, müsst ihr mit leben. Komm, Liguren, ihr wollt doch handeln. Kommen. Nein, wollen sie Wir wollen nicht. Ich euren Sand geb euch ein nicht. bisschen Wir Geld. mögen ehrliche, männliche Ware. So, jetzt handle ich mit denen. Was ganz witzig ist gerade, was der zu mir gesagt hat. Okay, wieso? Die wollen ehrliche und männliche Waren. Ja, sind sie bei dir natürlich grundsätzlich falsch, kann ich verstehen. Also ehrliche Waren, okay, die hab ich, aber halt männliche Waren, Mann, wollen die nur Mann. Penisse haben Ja. oder? Ja. Das ist das Einzige, wonach zu streben.
Was will man denn auch sonst haben? Naja. Naja, na, laut neuesten Gender, ne? Oh Gott, das ist so schlimm. Wusstest du, auch wenn du einen Penis hast, bist du nicht unbedingt ein Mann laut Gender? Ja? Wieso? Ja. Ja, weil das für die nicht bedeutet, dass du ein Mann bist. Ah, gut. Du bist nur ein Mann, wenn du dich so fühlst, als wärst du ein Mann. Ach so, und wenn ich mich so fühle, als wäre ich eine Giraffe, dann wäre ich also eine Giraffe, oder was? Ja, im sexuellen Bereich, ja. Ah, cool. Dann fühle ich mich wie ein Pferd. Für die gibt's ja auch, ich meine, 54 Geschlechter. Wow. Okay. Okay, mir fällen jetzt nicht pauschal 3 ein, die man haben. Ne, 4, die man haben könnte. Männlich, weiblich, Zwitter und nichts. Mir fällt mir nicht ein. Ja, für die gibt's mehr. Okay. Wahrscheinlich kommt da noch sowas dazu wie Baum und Boden. Nee, das ist eigentlich, meiner Meinung nach ist das nur total krank, weil das überhaupt nichts mehr mit Geschlechtern zu tun hat, sondern mit sexuellen Neigungen. Also, wenn du mehr auf das eine oder das andere stehst, ist für die eher ein Geschlecht anstatt ein, ne? Ja, dann haben sie wohl noch nie im Biounterricht aufgepasst, kann das sein? Da gibt's Professoren, die das so bestimmen. Ja. Da frage ich mich, in welcher Welt wir heutzutage leben. Die Professoren kriegen einige Tausend an Euros von der Bundesregierung. Das ist nicht gerechtfertigt. Ach, wie kommst du nur auf die Idee? Ah, spontaner Gedanke. Ja, das ist ja hier... Bist du nicht genderkonform, oder wie? Willst du etwa sagen, dass das hier... absoluter Schwachsinn ist, dass zum Beispiel demnächst du nicht mehr Doktor sagen darfst. Also ich habe das so noch nie gesagt, aber ja, ich meine das so. Weißt du, was du denen nicht sagen musst zum Doktortitel? Das ist zum Beispiel ein Vorschlag von denen gewesen. Du musst Doktix sagen. Was soll ich sagen zu denen? Doktix. Doktix, auch nicht schlecht. Warum das? Ja, X, weil X neutral ist. Ach so, deswegen, okay, gut. Ja, ja. Weil sonst würdest du ja jemanden diskriminieren, wenn du jemanden Frau Doktor nennen würdest. Ja, ist auch eine so große Diskriminierung. Ja, genauso wie halt... Nee, weil Doktor ist männlich. Ja, aber der Begriff ist so. Also ein Berg kann ja auch nicht so groß sein, oder? Ein Stein. Die sind momentan ziemlich auch am Umbauen. Es gibt zum Beispiel in... Du bist doch aus Berlin. Ja. Die haben... Ich meine, was Berlin oder Hamburg? Bin ich jetzt doof? Beides. Entweder was Berlin oder Hamburg, da gibt's dann halt, da gab's das jedenfalls, das Studentenwerk. Okay. Ich weiß nicht, ob es dir was sagt. Nee. War eine der beiden Städte. Die mussten das umändern wegen den Gendernormen. Das heißt jetzt das Studierendenwerk. Ah, super. Ja, weil Studenten ist ja männlich, das geht ja nicht, da könnten ja weibliche Studentinnen diskriminiert ist werden. Auch die Mehrzahl von Student. Ja, das haben die aber als männlich gesehen. Wie bescheuert? Aber das ist übrigens auch der Grund, warum sich Günther Shadow jetzt Tante Günther nennt. Der fühlt sich halt als weibliche Person, also laut Gender ist das okay. Nö, weil er hat irgendwas von dem Artikel erzählt gehabt, dass Professoren jetzt immer Professorinnen genannt werden müssen. Egal, ob sie Menschen... Nee, die haben jetzt was anderes statt Professorinnen. Ja, gut. Das ist jetzt Professix. Genauso wie Doktix. Okay, dann nenne ich mich in Zukunft YouTube X. Ich hab auch schon gesagt, ich war mir jetzt auch nicht sicher, ich nehm Missix. Weil Mister ist ja männlich, geht ja nicht, oder Mrs. geht auch nicht, also Missix. Genau. Anders geht's ja nicht. Das sorgt nur für Stress und Probleme auf der Welt. Ja. Boah, so ein Zeitlupeneffekt, ey. Och, das ist doch nicht dein Ernst. Ich hätte so eine schöne Schlacht gehabt. Ist er geflohen? Ja. Oh. Egal. Soll ich in den Arm nehmen? Ja, bitte. Komm rüber. Nee, da musst du zu mir kommen. Ist mir zu weit weg. Lohnt sich für mich nicht. Bist du selber schuld. Aber egal, ich habe jetzt Antiochia eingenommen. Yay. Sehe ich auch so. Die Armseleukiden. Tja, nicht mein Problem. Finde ich nicht cool von dir. Nicht mein Problem.
Mann. Du hast viel zu viel Land, für meinen Geschmack. Ich habe viel zu viel Land für deinen Geschmack. Ja. Das war nur der Anfang, mein Freund. 4, 5, 6, 6, 6, 7 Provinzen müsstest du haben. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Regionen. 8 Regionen. Oh, dann habe ich einen noch nicht gesehen. Oder einen nicht vergessen zu zählen. Wahrscheinlich zweites. Ach, da doch, ich hab's jetzt entdeckt. Achte. Galien ist unser aller Mutter. Ach, aber ich meine, das war in Berlin. Der. Ihr habt einen neuen Platz, glaube ich, bekommen. Ja? Ja, der sollte jetzt erstes Mosesplatz Und mal wieder weiß ich von nichts, auch geil. heißen. Ja, das Geile ist da dran, der durfte nicht Mosesplatz heißen, weil das ja diskriminierend gegenüber Frauen wären. Ich weiß jetzt nämlich gerade nicht, wie die Frau von Moses hieß. Die musste nämlich extra davor genannt werden und dann irgendwas mit E und Mosesplatz musste getauft werden. Ist denn das vollkommen bescheuert? Es wäre von Frauen diskriminierend gewesen. Es Da gibt ja so wird wenig wohl eine Frauennamen. Person geehrt, unabhängig davon, ob die männlich oder weiblich ist. Mann, als wenn es ein ewiger Krieg wäre. Ich fand's geil. Als wenn es nur darum gehen würde. Ja, das ist wie gesagt total Also das hat schon nichts mehr diskriminierend. mit Emanzipation zu tun. Das ist einfach nur Das. bescheuert. Nein, das ist der Versuch, dass Frauen über den Männern gestellt wird. Weil. Es gibt ja keiner Form, dass, was weiß ich, wenn irgendwo ein Frauenname verwendet werden würde, ne, gibt's ja niemand, der sagt, ne, Männer, da muss auch ein Männername rein. Habe ich noch nie Ja, gehört. würde ich mal gern sehen. Genauso dasselbe wie halt mit den Quoten in den in Nee, es gibt keine irgendwelchen. Männerquote bei einer Genau. Industriewerkstatt. Das musste halt genau, wenn man den einen Schluss fasst, man sagt, ich will eine Frauenquote, muss man genau im selben Zug sagen, okay, Frauenquote, alles klar, Männerquote muss auch rein. Ja. Das So, wäre die verstehe. korrekte Variante. Ich würde dich so gerne mal einen Schrecken pushen, aber irgendwie. Aber dann wäre das ja nicht wieder für die Frauen besser, ne? Tja, in der heutigen Gesellschaft, wenn du einen Also, Penis hast, bist du ja auch keine Frau mehr, kein bin Mann ich mehr. kein Das ist YouTuber, ja. ich bin keine YouTuberin, ich bin ein YouTubess. Nein, YouTube X. Das ist immer dieses X. YouTube X. Nein, Das ist ja Profess X ich und bestehe Doc darauf, dass X. das neutrale Geschlecht respektiert wird. YouTubess, nicht X. Also als S. Richtig. Ja, das ist ja, dieses Ist, X ist ja als Neutrum zu sehen. wir müssen einfach mal eine Eigenbewegung in die Welt setzen. Finde ich. Der Kampf gegen den Schwachsinn? Richtig. Haben wir. Ja, dann bist du aber der hier diskriminierend. Nein, ich bin Und nicht diskriminierend, ich bin für Gerechtigkeit. ja, der Witz ist dabei dann, die meinen ja, dass du dann Minderheiten diskriminierst. Es gibt ein neues EU-Gesetz, Weißt du was? Ich was. diskriminiere keine Minderheiten, ich diskriminiere die Genderpolitik. Na dann. Ja, aber dann sagt die, dass die Genderpolitik, dass sie eine Minderheit sind, und dann hast du ein Problem. Und dann Weil es diskriminieren sie gibt. mich, weil ich eine Überheit bin. Was ist denn das für ein Bullshit? Ja, der Witz ist nämlich dabei, laut, es gibt ein neues EU-Gesetz, beziehungsweise vom EU-Parlament, was ja auch Deutschland dann mit unterstützt hat, ne? Also von EU-Gerichten, dass Haftstrafen angemessen dafür, also, dass man Haftstrafen eigentlich dafür vorgesehen sind, wenn du Minderheiten diskriminierst. Bedeutet, wir sind wieder zu einem Zeitpunkt angelangt, wo du nicht mal dich frei äußern darfst. Ja, ist bescheuert. Weil wir sozusagen wegen den bösen Nazis damals, ne, die Parteien verboten haben, wollen wir am besten ja auch die NPD verbieten. Weil es ja Nazis sind. Darum sind wir ja besser, wenn wir ja andere Parteien verbieten. Aber gut, wir schweifen jetzt gerade Ja, langsam wir ab schweifen ein bisschen und. ab. Fakt ist, die Genderpolitik ist Bullshit. Ja. Halten wir das mal fest, Oh, Alter. kein Handeln mehr. Es gibt Leute, die haben einfach keinen Sinn mehr für Logik irgendwie. Naja, die kriegen ihr Geld dadurch, ne? Ja, also gut, dann haben sie Ein es. nisianischer Händler behauptet, die besten Pferde der Welt zu verkaufen. Ui. Nice. An die Armee verteilen? Sie züchten? Ihn handeln lassen. Unser Handelseinkommen verbessern? Sie züchten. Komm, wir züchten sie mal. Finde ich super. Habe ich jetzt meinen Spion verbessert? Irgendjemand hat es jetzt. Nee, habe ich nicht. Egal. Komm. Militärsabotage. Obwohl, könnte ich eigentlich ja.
Ich könnte auch direkt die Stadt einnehmen, ne? Das wäre bestimmt auch voll sexy. Jetzt guck ich mal rein. Die Armee ist ja schon ein bisschen geschwächt. Das sind 12. 12 oder 21? Nee, mach mal lieber so. Oder? Erst die stärkeren Truppen bekämpfen oder erst die schwächeren Truppen bekämpfen? Was sagst du? Die Schwächeren, weil du weniger Verluste machst. Das Problem ist halt, die Garnison kämpft so oder so mit, ne? Wenn ich aber die stärkere Truppe in Anführungszeichen angreife, weil sie halt ein paar mehr Mann haben, dann kriege ich die Stadt direkt und sitze ich in der, oder das heißt Stadt in der Siedlung. Und sonst bekämpfe ich die Typen auf dem Dingens und dann überholt sich die Stadteinheit wieder. Nee, Naja. ich glaube, ich bekämpfe die in der. Greife erst die Stärkeren an. Dann mach's. So, jetzt wollen wir uns natürlich den Krieg erklären. Krieg erklären. Mit wem bist du. Oh, warte, 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 warte. Du bist da bestimmt mit irgendjemand verfeindet. Dann kann ich mich bestimmt wieder voll beliebt bei irgendjemand Ich? machen. Ja, bei den, mit den Seleukiden. Nee, ich meine nicht dich. Die Abraten. Also, irgend so ein Braten mache ich mich jetzt beliebt. Eine verfluchte Zunge, die ohne Weisheit spricht, ist Krieg nicht beitreten gegen die so weit, wie Kanuten. die Spitze nein! Er macht's wirklich, er greift die Kanuten an. Einfordern. Du gibst mir 500 Gold und ich greife die Kanuten an. Nein, findest du nicht klasse. Ich greife die Kanuten umsonst an? Das findest du toll. Okay. Ja, der wollte mir kein Geld geben. Kann ich nicht nachvollziehen. So. Die Schlacht sieht doch schon mal sehr gut aus. Wie sieht es zeitlich nicht aus? Zeitlich nicht mehr genug Zeit. Nicht mehr genug Zeit, wie viel ungefähr? Gar kein nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht. Weil entweder umstelle ich jetzt nur kurz und mache halt vielleicht noch den einen oder anderen Verwaltungsaufwand, sage ich jetzt mal, oder. Nee, machst du nicht mehr. Wir beenden den Part. Ach komm, ich mache doch noch schnell den Verwaltungsaufwand. Da kannst du mich mal, das mache ich jetzt. Das ziehe ich jetzt hier eiskalt durch. Oh nein, er tut's wirklich. Ja. Hätte ich nie gedacht So, von das ihm. baue ich. Was baue ich denn noch? Ist eine sehr gute Antwort. Ja, total. Ich baue mal ein Amphitheater. Und dann habe ich jetzt kein Geld mehr. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich freue mich auf die nächste Folge, wenn wir den Schlacht um Kena Boom machen. Da jagen wir hier ein paar Gallier in die Luft oder so. Ich weiß es noch nicht. Ja. Aber bis dahin, schreibt unten in die Kommentare, was ihr von dem Gender Mainstream momentan haltet, ob ihr das so toll findet oder nicht. Vielleicht Vielleicht sind wir sagt ihr einfach nur ja, Transgender, kann ja auch ja, sein. vielleicht gibt es ja ein paar unter euch, die ihr sagt, ich habe zwar einen Penis oder ich habe eine Vagina, bin aber nicht das und finde deswegen Gender voll toll. Oder ihr könnt Ich. ja vielleicht mal unten reinschreiben, was ihr für ein Gendergeschlecht seid, falls ihr sowas denkt, sowas zu haben. Ich weiß es Oder nicht. was ihr für ein Auf. Geschlecht sein wollt. Kann das sein, dass ihr auch ein Stein sein wollt? Ja, genau, irgendwie sowas. Gut, man sieht sich jedenfalls beim nächsten Mal. Leute, ciao. Tschüss.